Moin Moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer, Let's Play Minecraft, geht eine neue Runde Bauvorhaben. Und zwar, wir sind natürlich gerade dabei, wir haben das gestern gesehen, anzufangen mit dem etwas übertriebenen Kellerbereich. Da ist ja alles ein bisschen übertrieben, die Hütten, ne? Hier ist überall nichts mehr, guck mal, oh, hier hätten wir noch ohne Ende gehabt. Wusste ich gar nicht mehr, dass hier so viele davon sind. Schwarzeichenholz kommt hier mit rein. Noch ein bisschen mehr davon. Ich wollte unser Inventar mal so ein bisschen klar Schiff bringen. Dann haben wir... Die kann ich nicht gebrauchen. Die können wir einmal schnell umcraften. Weil ich, wie gesagt, glaube, dass wir die nutzen sollten für Treppen. Ich habe zumindest noch keine alternative Idee. 16 Stück. 20 Stück. Ja, es wäre nur eine Zweiertreppe erstmal. Es würde also erstmal reichen. Ja, Leute. Ein bisschen weiße Wolle für die Wände. Wollen wir die Wände echt alle mit weißer Wolle machen? Oder was würde sonst noch gut aussehen im Poolbereich? Ich weiß es noch nicht genau. Ich finde auch, wir sollten irgendwas mit Birkenholzbrettern noch machen. Oder mit Akazienholz. Ich nehme einfach mal beides mit. Und die haben wir hier schon. Das hier Ziegelsteinstufen sollen die normalen. Soll der normale Bodenbelag werden. Und dann haben wir erstmal wieder genug, ne? Ich gehe mal wieder rüber. Mal Tür zu. Mal keinen ungebetenen Gäste in der Zwischenzeit bei uns in der Siedlung haben. Solange wir hier noch keinen Verbindungszaun haben, um das alles abzuschließen. Auch das wäre natürlich mal eine Maßnahme. So, wollen wir erstmal gucken, wie es denn wäre mit Treppen, ne? Also wie gesagt, es bleibt uns leider nichts anderes übrig. Außer diese Treppen hier einzuarbeiten. Geht eigentlich, ne? Bis hier oder noch ein tiefer? Ich glaube, es würde reichen. Aber nee, noch ein weiter, weil wir müssen auch Boden reinlegen, ne? Das ist klar. Ich möchte jetzt mal so heute mit euch so ein bisschen abstimmen, wie das Ganze jetzt gestaltet werden soll. Auch 1, 2. Ja gut, hier landen wir leider gleich auf Steinen. Die müssen wir natürlich auch weghämmern. Auch hier in diese Richtung geht es 3. Ich würde das halt schon vorher einmachen hier. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ach, von denen haben wir viel zu wenig mitgenommen. Da haben wir gar keine Platten mehr mitgenommen. Davon brauchen wir noch hunderte. Sonst können wir ja nicht sehen, wie das nachher wirkt. Aber auch da will ich ganz gerne... Also entweder mit Weiß, man kann auch so mustermäßig wieder irgendwas machen, ne? Wenn das mal nicht immer so schwer wäre, sich zu entscheiden, wie man baut. Na klar, man kann alles wieder abreißen, so ist es ja nicht, aber es ist ja auch immer ein ganz schöner Aufwand, ne? So, das wird wieder Licht irgendwo. Weil das, wenn das die Außenwand wäre, mehr Platz brauchen wir nicht, das reicht. Das ist, glaube ich, im Versatz nicht ganz so über zur Wand oben, aber es reicht völlig aus. Ich muss ein bisschen einzeln klicken, weil sonst laufen wir Gefahr, dass wir viel zu viel weghauen. So, setzen wir hier erstmal wieder eine Fackel hin. Ich würde hier noch eine weiter weggehen. Umso früher die Treppe hier sich öffnet, umso schöner finde ich das, glaube ich. Wir könnten natürlich auch Ziegelsteine als Mauer nehmen. Hier unten. Als äußere Mauer.
Gott, wird mir das gut gefallen. Aber, och Mann, Leute, was ist das für eine Arbeit? Wo kriegen wir so viele Ziegelsteinstufen überhaupt her? Das kann ja auch keiner beantworten, ne? Dann müssen wir halt doch wieder einen Holzboden zum Beispiel einarbeiten. Ich sag, glaube ich, nur, kommt Zeit, kommt Rat, kommt die richtige Optik. Wir werden dann ein bisschen mehr wahrscheinlich rumprobieren und merken, nee, so gefällt das nicht. Reißen wir wieder ab. Dann nochmal rumprobieren, reißen wir wieder ab. Das machen wir ein paar Mal, bis wir keine Lust mehr haben. Dum, 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 dum. Weg mit der Erde. Und nachher heißt es, müssen wir noch ausgraben, ne? Poolbereich. Da geht es natürlich noch mal zwei tiefer, so ungefähr. So, guck mal, da haben wir schon mal eine richtige Fläche. Wenn wir jetzt dieses als Außenmauer nehmen und dieses als Außenmauer, wirkt das zwar ein bisschen trichtermäßig, aber wir gehen ja in diese Richtung weiter, ne? Also ist es ja nicht. Hier wird ja nachher alles ausgehöhlt. Was ist hier los? Hier sind wir draußen. Und draußen sind wir recht tief. Aber es ist ja auch die Wand. Das kriegen wir noch irgendwie anders gedeichselt, glaube ich. Wir brauchen aber dann Platten, ne? Das nützt alles nichts. Hier müssen wir dann nochmal gucken, wie weit es reingeht. Das weiß ich noch nicht. Hier ist wieder ein ganzer Teil Erde. Ne, das ist außen. Und hier sollte die Wand rein. Wir können die Wand ja ein weiter nach vorne ziehen, ne? Müssen wir, glaube ich, sogar auch, wenn wir das richtig, wenn ich das richtig geplant habe. Noch habe ich es ja nicht richtig geplant. Fünf. Oder tatsächlich jetzt noch einen weiter. Ich glaube nicht noch einen weiter. Der hier muss aber noch weg. Der noch weg. Der, der. Der, 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 der. So. Ne, und der ja auch. Also drei in beide Richtungen und die Dreierschicht durch. Genau. Dann haben wir nämlich sechs breiten Gang. Und das muss jetzt alles noch raus hier, richtig? Komm schon. Hoffentlich kommen wir nicht auf irgendwelche riesigen Höhlensysteme hier unter unserer Hütten. Den lassen wir erstmal großzügig stehen. So, das wird schon, ne, das ist schon, wie gesagt, die Schicht hier, wo nachher der Boden drauf kommt. Aber wir können gar nichts mehr mitnehmen. So schnell können wir nicht laufen, wenn wir wegschaufeln. So, hier, ne, kommen die Ein- und Ausgänge. Hier in der Mitte, das wird alles Pool. Links und rechts gibt es vielleicht ein paar kleine Deko-Liegen. Mal schauen, was uns noch so einfällt. Liegt einfach ohne Ende Erde, ne? Können wir noch irgendwas? Wir haben auch wieder zu viel Scheiße, auf Deutsch gesagt, mitgenommen. Dämlich war das denn? So, hier mal wieder mit Erde dicht machen.
Fackeln hier aufstellen, weil sonst hier irgendwas komisches spawnt wahrscheinlich. Der kann auch weg. Das wird dann noch verkleidet mit zum Beispiel dem gleichen Material wie hier, einfach mit glattem Stein. Dann kommen wir hier rein, brauchen auf jeden Fall noch mehr Boden, Decke. Muss überlegen, machen wir jetzt die Wände weiß, machen wir die Wände mit so einem Material, machen wir die Wände mit so einem Material, was machen wir damit und was kommt dahin? Also, ne, wir könnten Wände mit sowas gestalten, nur mal jetzt, um hier was zu gestalten. Und zum Beispiel Boden mit sowas. Das wird mir, das ist mir zu wenig Kontrast. Sind wir schon ein zu tief? Müssen wir, nee, wir müssen doch nicht noch ein tiefer, oder? Nein, der ist ja auch zu hoch. Dann würden wir logischerweise den Boden hier so gestalten. Das ist erstmal nur zum Üben, Leute. Keine Panik, keine Panik. Werdet ihr schon aussehen. Oh ne, das sieht ja furchtbar aus. Es soll nur so eine kleine Ecke sein, damit man mal sieht, wie wirkt das, was gefällt nicht. Eigentlich müsste man immer so einen Screenshot davon jetzt machen und sich dann das Ganze nochmal anschauen und dann danach irgendwie entscheiden und sagen, jo, so soll das aussehen. Oder man sagt, nein, so soll es bestimmt nicht aussehen, weil so ist zu wenig Kontrast. Ich finde es nicht schick. So, haben wir noch eine andere Variante. Die da wäre, wir nehmen sowas an die Wand. Irgendwie müssen wir diese Ecke auch mal ausfüllen, ne? Weil sonst kriegst du es auch kontrastmäßig nicht so richtig verknust. Ah, schon nicht so schlecht. Aber auch noch nicht so das Gelbe vom Ei, oder heißt es so schön. Sollen wir mal gucken, wie es aussieht mit Weiß. Vielleicht machen wir das auch so, wie wir das bei uns im Tunnel, im U-Bahn-Tunnel gemacht haben. Da unten kommt eine Schicht mit irgendwas, in der Mitte kommen zwei Schichten was anderes. Und dann kommt wieder eine Schicht was anderes. Das sah doch eigentlich auch immer im Tunnel gar nicht so schlecht aus. Und hier werden zum Beispiel noch weiße Wolle, aber Wolle ist ein bisschen zu nix. Das finde ich ist dann auch wieder so. Nicht so. Nicht das Optimum. Aber da fand ich das mit diesem Holz schicker. Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, wir gehen, solange es noch hell ist, nochmal raus und verballern die ganze Erde, die wir auf Tasche haben. Ja, sonst kommen wir hier wieder nicht voran. Muss nochmal ein bisschen, oder doch einfach ähnlich, wie wir es hier gemacht haben, damit es auch zur Hütte passt. Rot. War eigentlich gar nicht so schlecht. Nur die Wände. Wenn wir da rote Wände, ich glaube, das beißt sich. Das kann ja ruhig ein bisschen anders aussehen, ist ja ein komplett getrennter Bereich. Also hier sehen wir auf jeden Fall, wir dürfen auch nicht weiter außen als hier. Wenn, dann muss hier die äußerste Schicht längs laufen. Da sind wir auf jeden Fall eins zu weit mit rausgegangen. So, wollen wir mal wieder ein bisschen dicht machen hier. Ganzen komischen Sprenglöcher hier sind ja auch nicht so schön. Alles, glaube ich, Creeperwerk. Ich wasche meine Hände auf jeden Fall hier in Unschuld. Diesen Löchern habe ich nichts zu tun.
Auch das hier werden wir mal dicht machen. Jetzt muss erstmal ein bisschen was los. Ach, das hier wird auch nicht schön aussehen hier. Erstmal dieses fließende Gewässer wieder ein bisschen stilllegen. Hier nirgendwo massig von dem, was wir berüchten, ne? Das ist ein bisschen schade. Achso, wir haben sowieso noch viel, viel mehr Erde. Noch zwei Stacks voll, dann können wir das ganze Stück hier auch nochmal vollfüllen. Hier haben wir noch so einzelne Lücken. So, die letzten. Der letzte Stack. Muss auch noch weg. Ja, zwischendurch kommt man gar nicht so richtig zum Überlegen, wie wir die Schicht da unten jetzt gestalten. Also einfach nur Wolle ist raus, definitiv. Das gefällt mir weniger gut. Kann man schon vorstellen, dass man irgend so eine Kombination macht. So, ne? Damit das einigermaßen so gleichmäßig aussieht. Muss der hier weg. Der auch. Dafür kommen die beiden hier hin. So, so ist das identisch. Dann gehen wir jetzt wieder nach unten und werden erstmal sehen, dass wir hier nicht ganz so weit bauen. Jetzt haben wir keine Erde mehr. Lustig, lustig, lustig. Nicht, dass wir uns hier nicht welche holen können. Ich weiß ja nicht genau, wie weit, ne? Deswegen erstmal nur bis hier. Dann müssen wir auf der anderen Seite wieder runterbauen und uns dann in der Mitte treffen. Das eigentlich nur, um hier jetzt wieder dicht zu machen. Weil der ist ja auch falsch gesetzt. Das ist eine Reihe zu weit auf jeden Fall. Soweit. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Ich glaube, wir sparen uns noch eine Reihe mehr, oder? Das ist ja auch groß genug. Ansonsten ist es blöd. Dann sind wir eine Reihe weniger. Dann sind wir eine Reihe weniger. Müsste ja trotzdem reichen von der Größe her. Wir brauchen viele Platten. Da müssen wir echt mal ein bisschen craften. Wobei ich mir auch gut vorstellen könnte, wie gesagt, dass wir das auch so ein bisschen unterschiedlich gestalten. Also wir sind immer noch nicht weiter mit unserer Entscheidung, wie wir das Ganze bauen. Und das würde ich sagen, machen wir nächstes Wochenende. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mit einem kleinen Like unterstützt ihr mich. Und wenn ihr dabei bleibt, freue ich mich. Bis zum nächsten Wochenende und tschüss.